Weiter geht's mit Star Wars Squadrons. Dass das Ding noch fliegt. Wingard Staffel. Können wir reden? Ardo hat mich gefragt, ob ich einen Weg durch das Titanminenfeld finden kann. Aber egal, für welchen Weg wir uns entscheiden, wir würden die Flotte garantiert verlieren. Also hat sich der Commander für Ardos zweite Wahl entschieden. Wir fliegen in den Ringali-Nebel, wo es keine Langstreckenkommunikation gibt und die Sensoren nutzlos sind. Es ist riskant, aber besser als die garantierte Vernichtung. Als uns die Raketen bei der Werft getroffen haben, war ich mir sicher, dass das Ende der Temperance ist. Wir hatten volle Schilde und sie haben uns trotzdem fast in Stücke gerissen. Aber Tyrissa und die Titanstaffel verfolgten uns, statt Nadiri komplett auszulöschen. Das ist alles, was zählt. Unsere nächsten Schritte sind unklar, wie in einem Nebel. Gehen wir zum Besprechungsraum. Roger, Roger. Roger, Roger. Ich will aber... muss ich jetzt so ein Ding fliegen gleich? Lasst es mich offen sagen, Vanguard-Staffel. Wir stecken in Schwierigkeiten. Die Overseer folgt uns. Imperiale Verstärkung will uns den Weg abschneiden. Wir können uns unmöglich gegen sie verteidigen. Wir müssen ein Notsignal an unsere Verbündeten der Neuen Republik senden und hoffen, dass sie uns helfen können. Allerdings sind wir verwundet und in der Unterzahl. Außerdem stört der Ringali-Nebel bereits jetzt unsere Langstreckenkommunikation. General Syndulla hat eine alte Sendezentrale ausfindig gemacht, die einst um einen nahen Mond namens Galitan kreiste. Wenn wir die Sendezentrale von Galitan reparieren, können wir damit ein Notsignal an Streitkräfte außerhalb des Nebels senden. Chefmechanikerin Zerelda Sage wird dazu ein Reparaturteam anführen. Außerdem wird sie Satelliten in der Nähe orten, um unser Notsignal zu verstärken. Je mehr aktive Satelliten wir haben, desto stärker wird unser Signal sein. Aber das weiß Tyrissa sicherlich auch. Einige Satelliten können wir verlieren, aber je mehr wir am Laufen haben, desto schneller können wir in Chandrilla Hilfe anfordern. Die imperialen Jäger dürfen auf keinen Fall die Sendezentrale zerstören. Ohne die überleben wir nicht. Beschützt Zerelda und die Satelliten. Ich fordere Hilfe an, sobald das Signal stark genug ist. Danach können wir nur noch warten und hoffen. Und kämpfen! Lyndon James. Als ich das Imperium verlassen habe, wollte ich ihre Moralvorstellungen hinter mir lassen. Der Kern der imperialen Doktrin ist die Überzeugung, dass das, was man tut, richtig ist. Zweifel sind gleichbedeutend mit Ungehorsam. Jetzt weiß ich, dass man Entscheidungen mit reinem Herzen abwägen und sich fragen muss, was man noch tun kann, tun sollte. Für die, die anführen, sind Zweifel nötig. Projekt Starhawk ist die Hoffnung einer gesamten Galaxis. Das ist wichtiger als wir alle. Ich weiß, dass ihr lieber den Starhawk verteidigen würdet, aber am ehesten überlebt das Projekt, wenn wir die Sendezentrale reaktivieren. Viel Glück. Ich weiß, dass ihr mich nicht enttäuschen werdet. Niemals. Lang lebe die Rebellion. Oh, guck mal an. Aufgebrochener Planet. Nieder mit Imperium, Ardo und Hera. Wir werden Erfolg haben. Die Vanguard-Staffel hat zuvor bereits bewiesen, dass sie gefährliche Missionen mit Bravour meistern kann. Ein tödlicher Nebel auf der einen, ein auseinanderbrechender Mond auf der anderen Seite. Wir können uns keine Fehltritte erlauben. Wenn der Plan nicht funktioniert, fällt uns sicherlich etwas Drastischeres ein. Du kennst mich, Ardo. Irgendeinen Weg gibt es immer. Keine Sorge, General. Dessen bin ich mir bewusst. Ich wollte nur zur Sprache bringen, dass meine Crew den Druck spürt. Ist notiert. Aber ich vertraue meinen Leuten. Also auch dir. Und ich weiß, dass ihr es schafft. Tut mir leid. Jetzt nicht. Okay. Creepy. Frisk. Weißt du, nach Endor war ich mir nicht sicher, ob ich zur neuen Republik gehören möchte. Ich habe gut gekämpft und konnte so mein Kopfgeld loswerden. Es gab keinen Grund, ein Legaler zu werden. Eigentlich wollte ich nur meine Kohle und mein altes Leben weiterführen. Grace war es, die meine Meinung geändert hat. An dem Tag, an dem ich gehen wollte, hat sie mir etwas gesagt, das ich nie vergessen werde. Sie sagte, ich werde dich vermissen, Frisk. Zu Hause auf Dosh habe ich mich nie gut mit meinem Clan verstanden. Du bist zu laut, Forrest.
Warum gehst du nicht gerne jagen, Ferrask? Sobald ich fliegen konnte, habe ich mich vom Acker gemacht. Bin meinen eigenen Weg gegangen, bis ich auf Vanguard traf. Das Einzige, was mehr Spaß macht, als das Imperium zu ärgern, ist das Fliegen mit meinen Vanguards. Ich hätte aber nie gedacht, dass es ihnen genauso geht. Worauf ich hinaus will, ist, egal ob es um Leben und Tod geht oder wir nur einem Trandoshaner das Gefühl geben, zu Hause zu sein, Vanguard packt das. Ja, die Lage sieht nicht gut aus. Aber wenn Vanguard gemeinsam fliegt, gibt es nichts, was wir nicht schaffen. Vor allem, wenn du dabei bist. Und wenn wir scheitern, dann scheitern wir wenigstens gemeinsam. Und niemand wird es je erfahren, weil wir alle tot sein werden. Ist auch irgendwie ein Sieg, wenn du mich fragst. Haha. Ich bin so weit, wenn du es bist. Ah, ich sehe so cool, Gunny. Hör mal, ich weiß, dass es scheint, als wäre alles verloren. Aber wir haben dem Tod schon unzählige Male ins Auge geblickt. In einem Nebel gestrandet zu sein, ist doch nichts. Wir haben den Savianischen Abyss überlebt. Eine imperiale Flotte ist hinter uns her. Na und? Wenn sie uns aufhalten könnten, hätten sie es bereits getan. Wir sind im Krieg. Kein Problem, dem wir begegnen, ist leicht zu lösen. Deswegen hat die Neue Republik uns mit dieser Mission betraut. Die Vanguard-Staffel. Egal, wie schwierig es auch wird, wie aussichtslos es scheint oder wie erschöpft wir sind. Vanguards geben niemals auf. Und jetzt zeigen wir es ihnen. Roger, Roger. Roger, Roger. Uh-oh. Tyrella. Du hast einen U-Flügler. Und das ist gut für mich. Ich werde alle Unterstützung brauchen, die ich kriegen kann. Während meiner Jahre auf der Temperance bin ich nie selbst eine Mission geflogen. Ich habe nur repariert, was zurückkam. Ich gebe zu, dass ich nervös bin. Angst habe. Aber ich habe gesehen, was du und Vanguard gemeinsam erreichen können. Ich bin bereit. Ich werde euch nicht enttäuschen. Okay, dann los geht's. Flügler sorgen für ihre Staffel. Sie sind hilfreiche Jäger mit Fokus auf der Deaktivierung feindlicher Jäger und dem Unterstützen der Staffel. Klasse! Taktischer Schild, oder? Time und Bug, Geschütz mir. Leg ein Geschütz hinter dir ab. Oh ja. Ist das beides da? Beides? Ich hab beides. Oh, das ist ja geil. Okay, das ist alles gut. Ja, dann los. Geschützminen. Oh, ich mag Geschütze. Ich mag Geschütze. Geht schon los. Okay, Vanguard. Die Sendezentrale ist in der Nähe. Hoffentlich ist sie noch in einem Stück. Seht nur, was der Nebel mit dem Mond angerichtet hat. Er könnte unsere Schiffe übel zurichten. Naja, wenigstens stecken wir nicht im Savianischen Abyss. Oder tote Minenfeld. Zerelda versteht mich. Ich sehe ja hier gar nichts. Riesencockpit. Ach ja, ich kann ja Schilde wieder aufladen. Genau so war das. Docken die wirklich an, Elte? Bin ich ja mal gespannt. Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Ich bin drin. Was für ein Chaos.
die Arbeit mache. Ups. Hey, die Sendezentrale funktioniert scheinbar. Es funktioniert, aber das System ist ein Desaster. Es dauert, bis alle Kommunikationssatelliten wieder online sind. Beeilung! Thais sind unterwegs. Ich glaube, das Imperium weiß, was wir vorhaben. Der Feind hat mich erfasst. Ach so, in der Nähe des Ziels. Meine Güte. Den kann ja gar nichts. Whoop. Schade, das Geschütz nur zum Decken da, aber... Das war der letzte Teil. Wir werden gewiss mit Verstärkung zurückkommen. Gut aufgepasst, Team. Es ist wirklich unglaublich, wie gut ihr zusammenarbeitet. Worauf du dich verlassen kannst. Wie ist die Lage, Zerelda? Es bleibt nur kurz da und schießt ein bisschen. Ach, da ist es sogar. Ach, die gehen echt kaputt. Genau. Wenn wir alle verlieren, dann sind auch wir verloren. Also, haltet das Imperium von den Satelliten fern. Wir versuchen's. An deiner Seite. Weitere Teile sind im Anflug. Und los geht's. Sie haben Teilbomber geschickt. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Ja, die sterben nicht. Ein guter Treffer. Hab ich dich. Das Signal wird stärker. Los,
Ahaha, lustig. Ein neuer Schild für dich. Gute Arbeit. Ah. So, unser Rad, Entschuldigung. Ja. Ja, geschehen. Danke, du bist echt in Ordnung. Feindliche Verstärkung im Anflug. Feindliche Jäger auf dem Weg. Du bist jetzt sicher. Dankeschön. Extra Schild für dich. Da sind sie wieder. Oh Gott. Gib mir den Bomber. Okay. Einer von denen hinter mir dran. Ey, geh mir nicht auf den Sack. Gott, der eine ist gleich down. Ein neuer Schild für dich. Die können nicht reden, die Sonden. Ich habe es. Bomber sind weg. Okay. Ach nö! Bin unterwegs. Du bist jetzt sicher. Nehmen wir das dort unter Beschuss. Weiter so. Wir sind dran. Taktischer Schild für dich. Das war's. Das war ja PZ. Ja, das Signal ist wieder bei voller Stärke. Bereit, wenn du es bist, Commander James. Achtung, hier spricht Commander James. Wir befinden uns im Ringali-Nebel und bitten dringend um Hilfe. Danke, Zerelda. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Allerdings. Ich stehe dir bei. Commander James, wir gruppieren uns mit Zerelda neu und kehren zu Ihnen zurück. Okay, die Temperance ist auf dem Weg zur anderen Seite des Mondes. Wir treffen uns dort. Commander, wo ist der Starhawk? War schwerer beschädigt als gedacht. General Syndulla hat das Personal auf die Temperance evakuiert. Ist er kaputt gegangen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wir können ihn nicht zurücklassen. Den Prototypen können wir verlieren, aber nicht die, die an ihm gearbeitet haben. Helfen Sie bei der Flucht. Wie, Boss?
Der Hyperantrieb der Temperance ist im Eimer. Sie arbeiten daran. Keine Sorge. Die Zeit wird ausreichen. Er fliegt selber, er hat ein Pilotenzeug an. Oh, R0. Sehr gut. Nein, R0 fliegt bei ihm mit. Freunde, vor Jahren hat mich die Rebellion mit offenen Armen empfangen. Heute ist es eine Ehre, mich dem Kampf anzuschließen. Sir, Sie werden... Hab Vertrauen, Kyo. Wenn jemand Theresas Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, dann ich. Ich brauche Sie, um die Verteidiger anzuführen. Die Zukunft von Projekt Starhawk und der neuen Republik liegt in Ihren Händen. Bei allem Respekt, Sir, Sie werden da draußen keine Sekunde lang durchhalten. Das stimmt, aber dank Ihnen konnte ich zum Glück Hilfe anfordern. Commander James, hier spricht die Amboss-Staffel. Wir haben Sie empfangen und sind hier, um zu helfen. Die Amboss-Staffel. Viel Glück, Vanguard. Möge die Macht mit euch sein. Oh. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, Leute. Ich weiß nicht, ob es das Finale ist, aber ist cool. Also ich muss sagen, Charaktere sind cool, Zwischensequenzen sind cool. Ich hätte mir nur gewünscht, das wird irgendwie... Hätte mehr, ja? Zwischen den Missionen irgendwie... Aber, na, schon mal gucken. Fortsetzen, bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.